Servus, liebe Zuschauer, grüß euch zu einem neuen Video auf Digitaler Chronist TV. Und es geht ums Militär, aber unser Kanal DC TV ist ja Boulevard und unter einer anderen Rubrik konnte ich dieses Thema, um was es heute geht, nicht mehr unterbringen. Ja? Es ist nur noch Boulevard, Satire, Realsatire. Es geht um den Schützenpanzer Puma und das Kampfflugzeug F-35. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem lieben Puma. Von 18 hochmodernen Schützenpanzern Puma ist kein einziger einsatzbereit. Dabei war der Panzer erst im vergangenen Jahr für gefechtstauglich erklärt worden. Die Probleme wurden schön geredet. Die hier hat einen sehr schönen Artikel dazu geschrieben. Ich lese da mal auszugsweise vor. Über die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr lässt sich nur noch konstatieren. Es folgt eine Blamage auf die nächste. Die neueste von 18 hochmodernen Schützenpanzern Puma ist kein einziger einsatzbereit. Dabei war der Panzer erst 2021 für gefechtstauglich erklärt worden. Die Probleme wurden schön geredet. Da ist er, der Gute. Schaut ja mal gar nicht mal so schlecht aus, hilft aber leider nichts. Außen hui und innen pfui, sagt man, glaube ich. Man stelle sich vor, die 10. Panzerdivision der Bundeswehr erprobt ohne außergewöhnliche oder gar kriegerische Beanspruchung, also weder ein hoch anspruchsvolles Gelände noch anspruchsvolle Einsatzzeiten, kein hoher Verschleiß, ja, gar kriegerische Beanspruchung bei einem Manöver auf Schießbahnen in der norddeutschen Tiefebene 18 Stück des neuen Schützenpanzers Puma. Und was ist das Ergebnis laut Brandbrief des kommandierenden Generalmajors Rupprecht von Butler an das Verteidigungsministerium? Von 18 hochmodernen Schützenpanzern war nach wenigen Tagen kein einziger mehr voll einsatzfähig. Das berichten der Spiegel und die Bild-Zeitung. Besonders peinlich, die 10. Panzerdivision mit Sitz des Stabes in Veitshöchheim, Bayern-Unterfragen, ist als Speerspitze für die schnelle Eingreiftruppe der NATO vorgesehen. Ja, da sollte die NATO vielleicht dann doch nochmal neu drüber nachdenken, welche Rolle sie der Bundesrepublik bzw. der Bundeswehr denn so zudenkt. Weil da muss man, glaube ich, wirklich nochmal ganz neu an die Sache rangehen. Die Pannen betreffen nämlich Fahrzeuge in einer speziellen Konfiguration der Panzergrenadierbrigade 37, die ab 2023 in der Very High Readiness Joint Task Force der NATO. Es ist alles nur noch Theaterdonner, nur noch Schall und Rauch. Alles ein Witz, alles absolut hammerhart. Problem, kostet irres Geld und es sind unsere Steuern. Elektronik anfällig, bei einem sogar ein Kabelbrand. Da musst du gucken, dass du noch rechtzeitig aus dieser Millionenkiste rauskommst, ja, bevor es dich dann vielleicht durch irgendwelche giftigen Dämpfe oder durch offenes Feuer hier vielleicht das Ding zum Sarg wird. Ja, super. Also, es war wirklich so, dass zum Schluss dann wirklich noch zwei die letzten beiden noch einsatzbereiten Puma seien schließlich nach anderthalb Stunden mit Turmdefekten auch noch ausgefallen. Ja, der Panzer ist auch als Pannenpanzer verschrien. Da steht es auch. Hersteller Krauss Maffei Wegmann und Rheinmetall Landsysteme GmbH. Und man hat die Probleme schön geredet. Im Bericht zur materiellen Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr hatte Generalinspektor Zorn am 15. Dezember 2021, das war die Gefechtsbereitschaft, auf Seite 5 geschrieben, die Einsatzbereitschaft des Schützenpanzers Puma konnte im Berichtszeitraum erneut gesteigert werden. Er spricht davon 65% Einsatzbereitschaft bis teilweise 75%. Und Tichy schreibt hier ganz richtig, Papier ist geduldig, aber dass man sich so verschätzen kann, dürfte der Grund sein, dass es einen Bericht zur materiellen Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr auf Anordnung von Ministerin Lambrecht jetzt nicht mehr gibt. Ja, also jetzt mit 65% oder 75% Einsatzbereitschaft irgendwie rumzuprahlen, wenn 18 von 18 ausfallen, dann haben wir eher 100% Ausfallquote. Okay.
Dasselbe sagt man übrigens über den Pannenflieger F-35 auch. Vielleicht sollte die Bundeswehr mal die Strategie ändern und mal Gerät beschaffen, was tatsächlich funktioniert. Nee, das ist ja irgendwie nicht in der Tradition der Bundeswehr. Wäre neu und gewagt, lohnt sich aber vielleicht mal. Eigentlich der weltbeste Schützenpanzer, wenn er denn funktionieren würde. Nach der Überschrift lese ich nicht weiter, weil da wird es dann auch selbst für mich zu blöd. Und hier sehen wir mal, das mache ich mal groß, Inspekteur Luftwaffe, F-35 ist das Modell, es geht um die F-35, das andere große ja, Sorgenkind der Bundeswehr, modernste und beste Kampfflugzeug der Welt. Erstmalig beschaffen wir nicht nur das Flugzeug, sondern zusätzlich Munition und Ersatzteile zusammen. Das sichert unsere Einsatzbereitschaft, twittert Team Luftwaffe mit diesem Foto. Ein Luftwaffenoffizier und Frau Lamprecht, da kommt sie, glaube ich, gerade aus dem Bastelkurs oder weiß ich nicht, gerade noch vom Haushalt machen. Ich habe keine Ahnung, was sie anhat. Ich wollte es nur kurz zeigen. Allein das ist einfach nicht mehr von dieser Welt, ja, was uns hier wirklich, uns hier und der ganzen Welt geboten wird, wieder Deutschland hier nach außen hin gezeigt und präsentiert. Es ist einfach unglaublich. F-35, das modernste und beste Kampfflugzeug der Welt. Ja. Warum zahlt Deutschland für den F-35 viel mehr als die Schweiz? Ja, die Schweiz hat sich nämlich 36 Stück bestellt und Deutschland bezahlt, hat 35 Stück bestellt und bezahlt aber ein Drittel mehr als die Schweiz. Mit 35 Stück der F-35 Jets will man hier nur eine Maschine weniger kaufen als die Schweiz, muss zur Verblüffung von Experten aber 9,99 Milliarden Euro inklusive Munition bezahlen. Für 35 Stück, die Schweiz zahlt für 36 Stück 6,035 Milliarden Franken. Also Deutschland zahlt pro Maschine 101 Millionen Euro mehr. Und es geht noch weiter. Also hier Joachim Weber, Experte für Sicherheitspolitik am Center for Advanced Security Strategic und Integration Studies der Universität Bonn, kritisiert im Fokus unter anderem, der überteuerte Preis sei aber witzig. Ja. Auch habe man in Deutschland auf ein sogenanntes Offset-Geschäft komplett verzichtet. Dabei handelt es sich um übliche Kompensationsaufträge für die eigene Industrie. Bern habe hier etwas sichergestellt, dass etwa 50% der Auftragssumme durch Beteiligung und Gegengeschäfte an die Schweiz zurückfließe. Also da wurde die Schweizer Industrie mit reingenommen, sozusagen für die eigene Industrie übliche Kompensationsaufträge. Darauf hat Deutschland mal ganz locker verzichtet oder die Amerikaner haben gesagt, nee, gibt's nicht. Ja, und die Deutschen sagen, ja klar, warum auch? Das größte Problem des deutschen Deals sei aber, und jetzt wird es richtig kriminell, dass die Wartung und Upgrades des von Deutschland angeschafften F-35 ausschließlich von den US-Rüstungskonzernen vorgenommen werden, so Weber, der Experte hier mit Aberwitzig. Damit bekomme Deutschland weder Einblick noch Teilhabe an der Technik und werde technologisch abgehängt. Auch werde Berlin so bei der Wartung für weitere 25 Jahre völlig abhängig von Wohlwollen der USA. Hier könnten schon bald wieder Probleme auftauchen, sollte etwa Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt werden. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Trump zu tun hat, aber anders als Deutschland habe die Schweiz einen besseren Deal ausgehandelt. Da wird jetzt noch geworfen, Beschaffungspakete schwer zu vergleichen, aber 101 Millionen, das muss man schon, da muss es schon gute Gründe gar geben, dass wir pro Stück 101 Millionen Euro mehr zahlen. Ja, es würde schon reichen, wenn so ein Vogel allein 101 Millionen Euro kostet, das wäre auch schon irre, aber er kostet 101 Millionen Euro mehr. Es gibt allerdings noch, das darf man fairerweise oder muss man fairerweise sagen, es sei unwahrscheinlich, dass die USA einem so engen Verbündeten wie Deutschland ein so viel schlechteres Angebot mache, vermutet sie im Blick. Das glaube ich nicht. Ja, wenn ich mir Nord Stream 1, 2 anschaue und die Gaskosten, die wir jetzt haben durch die Amerikaner oder von den Amerikanern verlangt, dann glaube ich nicht, dass wir so ein enger Verbündeter sind. Außerdem sind wir da auch, ist es auch Verbündeter, ist ein falsches Wort übrigens. Seiler hegt deshalb den Verdacht, dass Deutschland eben alle Kosten eingerechnet hat, inklusive Betrieb und Unterhaltskosten, wohingegen die Schweiz den Kampfjet weitgehend ohne Beschaffung anschaffe. Okay,
Hier würden auf die Schweiz unter dem Strich deutlich höhere Kosten zukommen. Das kann ja alles sein. Trotzdem gibt es große Nachteile, die wir hier in Kauf genommen haben, die Deutschen. Also gerade auch Wartung. Ja? Also sprich, da können die eigenen Leute gar nichts machen. Das wird dann von Amerikanern gewartet. Da werden auch keine Leute ausgebildet, weil dann wäre ja Wissenstransfer. Ja? Also das kann böse nach hinten losgehen und auch diese Kompensationsgeschichten mit der einheimischen Industrie. Da man kann auch sagen, nichts gibt's, alles von uns. Und diese F-35 Tarnkappenbomber, den gibt es seit, der wurde angefangen zu entwickelt, wurde er ab 2000, Jahr 2000. Oder 2006 war es, glaube ich. Entschuldigung, 2006 und 2015 wurden die ersten gebaut in mehreren Versionen für Marine, Flugzeugträger, für als Senkrechtlander und Starter oder auch als normales, nicht ohne diese Senkrechtfähigkeiten, als strategische, ja, eigentlich Mehrzweckbomber, aber eben auch um, wie es so schön heißt, die Deutschen, dass sie auch die atomare Teilhabe haben, ja, also atomare Teilhabe, das heißt so wie Teilhabe am Leben, so ungefähr, atomare Teilnehmer, also mit Teilnahme, also mit anderen Worten, Atomkrieg. Ja, das Video geht gerade durch die Decke, ja, eine F-35, der versucht zu landen, also hier Senkrechtlandung quasi. Und es ist nicht ganz klar, warum das passiert ist. Er kommt ja, so wie es erstmal ausschaut, planmäßig runter, springt dann aber wieder hoch und geht dann die Nase nach vorne, nach unten, kippt ab. Und das Oh, he Flugzeug just wird crashed. offensichtlich unkontrollierbar. Oh, shit. Und jetzt sehen wir auch mal live einen Schleudersitz, Entzündung sozusagen. Oh, shit. Und steht hier zwar nicht, aber soweit ich Erfahrung bringen konnte, geht es dem Piloten gut. Zumindest hat er jetzt keine schwersten Verletzungen. Ja, das war eine F-35. Und hier haben wir auch eine F-35. Das ist auf Okinawa, auf dem amerikanischen Stützpunkt der Japaner. Oh, Ton ein bisschen leiser. Der wird ja nur abgeschleppt, also von der Landebahn. Und plötzlich knickt das Bugrad weg und da liegt da der Vogel. Ja, da liegt er und kann nicht mehr bewegt werden. Und natürlich teuerste Reparaturen. Ein Bonmot erlauben wir uns noch zum Schluss. Puma, Christine Lambrecht setzt Nachkauf von Schützenpanzer vorerst aus, wegen den 18 von 18 Komplettausfällen der Spiegel. Dann nehmen Sie doch die F-35, da geht wenigstens der Schleudersitz. Finde ich jetzt auch okay für 101 Millionen Euro mehr. Finde ich es einen fairen Deal, dass das Ding auch einen Schleudersitz hat. Ja, also ist ja auch teuer. Liebe Leute, die Inkompetenz, die komplette Verblödung und die komplette wirklich Abwesenheit von Intelligenz ist in allen Ebenen zu beobachten. Hier wird nur noch von der Rüstungsindustrie das clever ausgenutzt und hier Geld gemacht, als gäbe es keinen Morgen. Ja, sowohl von den Amerikanern als auch von der deutschen Rüstungsindustrie in Bezug auf den Schützenpanzer bei den Amerikanern, auf das Flugzeug, die F-35. Es ist alles ein Riesenwitz. Bloß, wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe, man bleibt irgendwie, das Lachen bleibt einem im Halse stecken, wenn man sich überlegt, was man dafür hätte alles tun können, wie zum Beispiel Krankenhäuser und das Gesundheitssystem mal ein bisschen hier unter den Armen greifen, dass man mehr Personal hier einstellen können und so weiter und so fort. Aber das scheint irgendwie die eigene Bevölkerung, spielt jetzt hier bei dieser Regierung, das fällt jetzt nicht zum ersten Mal auf, jetzt nicht die entscheidende Rolle. Liebe Leute, und hier haben wir nochmal unser Lambrecht, unser Verteidiger. Was willst du zu diesem Personal noch sagen? Du kannst nichts mehr sagen. Es ist wirklich, wer hier noch irgendeine Kompetenz entdeckt oder irgendeine Qualität, der möge vielleicht zum Arzt gehen, muss ich wirklich sagen. In diesem Sinne, abonnieren, teilen, liken, kommentieren und wenn euch die Netz, nein, nicht die Netz, die Netzseite haben wir auch, digitaler-chronist.com und wenn euch der Kanal oder überhaupt alles, was wir so machen, gefällt und ihr sagt, ja, möchte ich auch gerne mal finanziell unterstützen, gerne über Ko-fi, Bitcoin, Stripe und
deutscher Bankverbindung in der Beschreibung. Danke euch und macht's das gut. Servus. Ja, Team Luftwaffe. Der offizielle Twitter-Account von der deutschen Luftwaffe, 78.000 ist auch nicht wirklich viel an Followern. Ja, ich meine, ist ja immerhin eine eigene Waffengattung, wenn man so will. Twittert dieses Foto mit der Lamprecht. Also, das ist denen nicht selber peinlich. Ich hoffe es sehr, dass es noch manchen hohen Offizier, Generäle oder sonst irgendwas gibt bei der Bundeswehr, die zumindest, ja, ist schon zu wenig genug, aber die zumindest sich denken, oh mein Gott, das ist alles so peinlich. Ja. Aber vielleicht sind es auch schon so stumpfe Typen, die sagen, hey, ich habe noch 8 oder 10 oder 15 Jahre bis zur Pension, die reiße ich auch noch runter und dann fopp. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Ja, und genau das haben wir uns hier sozusagen herangezogen, ja, in Deutschland. Genau so eine Einstellung und so eine wahnsinnige, brutal, wirklich brutalst mögliche Inkompetenz. Ja, das kotzt einen richtig an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wirklich.